Es geht weiter mit Kena. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu unserer heutigen Episode 19. So, ich wollte mich hier mal umsehen, was wir hier machen können. Okay, guck mal, da ist auf jeden Fall eine Pflanze, wo wir hoch können. Und erstmal gucken, was die nette Dame hier zu erzählen hat. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Willkommen zurück. This was a sacred site, built by an ancient people to track the passage of the seasons. Okay. Das uralte Volk. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Klingt schön. Hätte ich gern gesehen mal hier. Als noch alles schön aussah. Okay, das macht noch nichts. Meditationsort. Kann ich mir auch mal den Aussichtspunkt hier angucken und den Sonnenuntergang? Das ist aber praktisch. Kriege ich wieder mehr Lebenspunkte dazu. Genießen wir die Aussicht. Viel Spaß mit den schönen Bildern. Auch wenn gerade kein Sonnenuntergang oder Aufgang ist. Trotzdem schön. Auch eine sehr schöne Position, wo Jin Sakai sein Gedicht schreiben würde. Der da mit der Cappy, der hat geluschert gerade. Habt ihr gesehen? Der hat gar nicht in echt meditiert. Okay, dann schauen wir gleich mal, wie ich da oben die Pflanze aktiviert bekomme. Was haben wir denn hier hinten noch? Nix. Wahrscheinlich von da aus mit der Pflanze hoch. Ja, jetzt hab gehört, dass sie aufgegangen ist. Jetzt kann ich hier stehen. Aber warum? Ich glaube, ich muss hier erstmal das Zeug heilen. Kann das sein? Weiter als hier geht nicht. Der leuchtet halt, der Stein. Oha! Ist das gut? Das soll ich vielleicht auch mal mit denen da machen. Reicht das? Naja, vielleicht. Nö. Ha! Ah, das da leuchtet jetzt auf jeden Fall schon mal. Die Seite hier aber nicht. Ach, da ist ja noch so ein Ding. Ich glaube, ich muss da nicht mehr hoch. Ich kann jetzt hier unten bleiben. Da, der ist ja schon aktiv, der auch. Jetzt noch den hier. Die Platte leuchtet. Ui. Da geht's runter. Kommen wir vielleicht so hier in den Brunnen? Noch habe ich ihn ja nicht gesehen, also muss er ja irgendwo sein. Geil. Wie bei Tomb Raider. Oh oh. Das Ding über den Kopf hat.
oh, oh. Schild weg. Au. Och, wieder so ein großer Schwinger. Kümmert euch mal um den. Es fällt er um, weil er kann nicht mehr atmen, wenn er die Blase im Kopf hat. Das ist voll fies. Für ihn. Nein. Ohne Schild sind die anderen Viecher voll nutzlos, ne? Davor, ey. Au! Der ist immer noch da. Pariert. Nein! Nein! Oh! Ich hätte wirklich noch einmal treffen müssen. Mann, so ärgerlich, das Timing. Das war echt ein bisschen überflüssig, das Sterben. Das war wirklich überflüssig. Groß ist da. Oh. Reicht jetzt. Ich kann mich hier nicht heilen, ne? Das war jetzt ganz schlau, ey. Halt still! Jawohl. Der nicht wenigstens noch mal ein bisschen gestunt wird durch hier die Bomben. Au. Ich meine, die Bombe klebt an ihn, explodiert, aber man hat das Gefühl, als juckt das ihm überhaupt nicht. Macht ein bisschen Schaden, aber er rennt einfach trotzdem weiter, ohne irgendwie kurz einen kleinen Moment benommen zu sein oder so. Och. Ja, lass das. Weg mit dir. Jetzt habe ich ihn. Nicht zu früh freuen, aber ich habe ihn. So,
Oh, da ist noch was. Verstärkung. Hi. Hi. Irgendwas nach oben? Nee, ne? Aber es hört sich nass an, also sind wir wahrscheinlich im Brunnen. Da komme ich noch hin. Okay, groß. Die Tür. Oha. Komme ich hier so rüber gesprungen? Nein! Das wird mir tun. Da geht's nicht lang. Das ist so eine Träne, ne? Die ist schon mal da. Guck mal an, ey. So, Vorsicht. Vor allem von hier aus. Jetzt geht hinter mir die Tür auf. Es ist Zauberei. Ah. Okay, hier muss ich das Ding auf jeden Fall reinigen. Wenn die Brücke hier wieder steht. Die steht sicherlich nicht lang. Ach du Kacke, komme ich da rauf? Ja. Hab ich. Sehr schön. Okay, die Brücke ist wirklich nur dafür da, damit ich hier mit dem Drachen darüber komme. Kina kann alleine rüberspringen. Jetzt bin ich hier, was ich von da aus gesehen habe. Die ist noch verseucht. Hoch gehe ich. Geht nicht. Oi, oi, oi. Waren das alle? Nee. Natürlich nicht. Wow. Okay. Wenn der Timer hier weg ist, bin ich halt tot. Schnell wieder zurück. Ich weiß ja nicht, wie lange ich da noch stehen kann. Ah, da ist noch eine. Okay. Das war der Brunnen. Ich glaube, ich habe ihn auch gereinigt. Korrekt. Da oben geht es trotzdem nicht hin. Ich denke mal, die Pflanze ist einfach wieder da, um hier wieder herzukommen, wenn ich da drüben war, ne? Aber der selber super. Passt noch.
Ja, so komme ich da wieder zurück. Und der muss so stehen, damit ich freie Sicht hatte auf diese Pflanze. Also da ist es nichts mehr, was ich damit sonst machen kann. Hier ist nichts. Außer diese wunderprächtige Aussicht. Was zeigt er mir hier an? Da ist noch nichts. What of you? You can see miles from here. Ach, wegen der Aussicht. Eine Erinnerung. Aha. Hätte ich nicht gesehen, wenn der kleine Rod da nicht gehüpft wäre wie so ein... Keine Ahnung was. Ha. Adiras Erinnerung, wie sie hier... Ach, guck mal, hier saßen sie. Adira? Do you think we'll stay here forever? Grow old in this place? Da hatten sie noch Träume. Da war noch nicht alles im Arsch. Wie viele Erinnerungen habe ich jetzt von Adira? Oh, ich habe wieder über 300. Geil. Eins von drei. Upgrades. Jetzt hole ich mir hier die Verlangsamung. Okay, die habe ich. Zwei Bomben werfen. Ja, kann man auch mal machen. Später. Ich habe nur noch 15. Die Pflanze ist für den Rückweg. Okay. Ah. Und für den Vorwärtsweg auch. Genau wie hier. Ein Aufzug. Ah, guck mal an. Ah, da unter. Vom Balken erschlagen, der Kleine hier. Dann war es das, wenn ich mich hier so umsehe. Schöner Ausflug nach da unten. Da war ein Speed drauf, der Fahrstuhl. Mit Hebel. Fährt er wieder runter. Mach's gut. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ach, das ist das wieder dieses Haus, wo ich schon dran rumgeklettert bin. Cool. Ich glaube, den Brunnen hätte man zuerst machen können, als man hier im Gebiet war. Dann wäre man genau hier rausgekommen, wo ich hier angefangen habe. Und dann wäre man dann in die Richtung gegangen. Aber die Reihenfolge ist ja eigentlich egal. So, jetzt muss ich den Wachturm hier reinigen und dann hier natürlich noch alles erkunden. Aber es liegt ja alles auf dem Weg. Da ist eine Kampfstelle mit Heilpflanzen. Da sind dann noch Gegner. Was ist das denn für ein Viech? Den kenne ich noch nicht.
Ist das so eine Art Magier, der sich auch einbuddelt? Ach doch, den hatte ich auch schon mal. Das war schon lange her. Weggefetzt. Der hätte doch die anderen auch wieder neu gespawnt, also, ne? Deswegen musste ich den immer so festsetzen. So war das doch. Na, ja, hab ich fast gehabt. Bombe! Das geht mit ihm. Er hat einen Anfall. Weg mit dir. Zombie-Pflanze. Ah, hier brauche ich eine Träne. Und die ist da vorne im Wasser. Wassereimer. Okay. Soll ich damit da hinfahren? Okay. Also diesen Weg hier freimachen. Weiter. Ah, hier ist noch ein Ding. Praktisch. Da muss ich auch noch gucken, was da alles ist, ey. Viel zu tun. Die fliegen aber weit weg. Ach, und da... Okay. Ich muss hier weiter. Weiter! Okay. Jetzt muss ich auf den Turm rauf. Da ist auch der... Ah! Ich wollte gerade sagen, da ist auch so eine Pflanze. Ui. Huch, war ich kurz überrascht, dass ich so hoch war. Ach nö, nochmal. Nein, ich bin zu früh gesprungen. Alter, dass sie auch sofort wieder in den Tod fällt. Davor bin ich nicht so perfekt auf dieser Pflanze gelandet. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Den Stein da oben kann ich noch drehen. Also der ganz oben ist. Gerade gesehen. Also da, der. Den hier, den kann man drehen. Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber sollte ich mir danach nochmal angucken. Ja.
Das war schon der Wachturm. Das haben wir alle drei. Und hier ist eine Schussherausforderung. Die Steine sind wieder unten. Okay. Aber trotzdem hier den ganzen Bereich habe ich noch nicht angeschaut. Da ist eine Kiste. Da ist dann auch ein bisschen was verseucht. Ich bin jetzt gerade mal bis hier gewesen. Und hier über den Fluss, hier auf dieser rechten Seite, hier noch gar nichts gemacht. Da ist auch noch ein Schloss. Naja, ich brauche aber noch alle Relikte, um sie zu beschwören, ne? Das ist hier erst das Erste. Ich denke, das Nächste wird mich sowieso dann hier und hier hinführen. Deswegen auch noch die Schlösser. Okay, machen wir noch hier noch die Schussherausforderung. Ne, war da auf der Seite nicht gerade noch einer? Yay, geschafft. Gleich beim ersten Mal. Okay, hab alle. Dann trotzdem gleich nochmal da schauen, warum ich diesen einen Stein noch drehen kann, oder? Da ist nämlich noch eine Pflanze, da im Haus. Vielleicht um dahin zu kommen. Könnte man machen. Machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. In der nächsten Folge schaue ich dann nochmal den Stein da an und wie man da zur Pflanze kommt. Und dann können wir das Ding da reinigen, weil wir die ganzen drei Positionen jetzt hier auch schon gesäubert haben. Ziemlich cool. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Also gerne in der nächsten Folge wieder einschalten. Dann haben wir schon Folge 20 von Kena, Bridge of Spirits. Bis dann, ciao.